Die Aufnahme läuft wieder mal, hoffentlich. Ich werde es so oder so in der Folge wahrscheinlich überprüfen, was? Und ja, Freunde, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich bin enttäuscht. Heute sollte es eigentlich einen Trailer geben und ein Release-Date, aber irgendwie gab es da Probleme und der Edmund McMillan, der mit Steam und der Kommunikation und ach, ich hab's einfach nur überflogen. Wir spielen heute übrigens mit Judas. Hey, wir haben mit Kane gestern gespielt, ne? Ja, es war Kane, oder? Ja. Und jetzt ist Judas dran. Let's go! Und gestern haben wir auch einen Winstreak von 72 im Livestream erreicht, nur so nebenbei. Ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden. Wir nähern uns der 100. Ja, ich habe gestern gestreamt. Habt ihr Pech gehabt? Ihr müsst mir auf Twitter folgen und dann twitter ich das immer. Kurz davor und dann Es ist meistens immer gegen 17 Uhr eigentlich. Und ja, dafür wurde heute aber der neue Game Mode gezeigt. Und zwar gibt es jetzt den neuen Game Mode, der heißt Greedy. Und es ist sowas, ich habe es überflogen, ey. Ich habe es heute gestartet, das Handy. Und dann sehe ich nur kein Release-Date und dann, oh ja, Greedy, toll. Eigentlich ist der Modus gar nicht so kacke. Ich muss ihn mir nochmal genauer durchlesen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es sowas ist wie, ja, womit kann man es vergleichen? Mit Call of Duty, den Zombie-Modus. Ja, den Zombie-Modus von Call of Duty. Es läuft einfach so ab, dass man, oh Gott, Superform. Ich sollte ein bisschen aufpassen, ne? Nur ein Ticken. Es läuft so ab, dass man in einem Raum ist, also es ist einfach nur ein Raum und es spawnen immer mehr Gegner. Und du musst sie halt schnell töten, bevor die nächsten kommen und in der Mitte ist irgendwie so ein Timer. Du kannst die Welle stoppen, indem du einfach dich da drauf stellst, aber du verlierst ein halbes Herzchen. Da kannst du erstmal die Welle töten und so, weißt du? Und dann gibt es da nur einen Shop, da kannst du Items kaufen und dich verbessern und da. Ich habe es nur ganz grob überflogen. Schaut euch das an. Bindingofisaac.com, die Seite. Könnt ihr euch selber durchlesen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, diesen Modus. Ey, da kann man immer wieder so ein kleines Video machen. Das bringt Abwechslung rein in Isaac auf jeden Fall. Und ich bin froh über diesen Modus. Ich muss ihn mir nochmal genauer durchlesen. Ich weiß auch die ganze Zeit so dabei, die Wohnung ein bisschen aufzuräumen. Tears down. Nein. Ah, das tut weh. Tears down tut verdammt nochmal weh. Bleib stehen. So. Oh, man merkt es richtig. Test. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich habe gestern ein bisschen rumgeschraubt wieder an den Einstellungen. Und vielleicht soll ich ein bisschen... Ja, okay, nicht jetzt. Vielleicht nicht während des Kampfes, was? Vielen Dank. Und ein bisschen ein Ticken leiser machen. Was? Kein Devil Deal, obwohl ich Book of Valiant eingedeckt habe? Nee, ich weiß natürlich, wieso nicht. Der Ebene. So. Wie machen wir das jetzt? Ich würde schon gerne irgendwie... blaues Herzchen bekommen. Ja. Und vielleicht eine Bombe. Und den Itemraum auch. Mensch, so viele Sachen, die ich möchte. Da ist eine Superform. Wenn ihr mich trifft, bin ich am Arsch. Deswegen sollte ich mal ein bisschen aufpassen, was? Einmal kurz hier durchrasen. Ja, danke schön. Danke. So ein Scheiß. Okay, ein nach dem anderen. Whoopsie, dupsi. Ein Schlag und ich bin tot. Fest, alle mein Schrot. Ja! Superform down! Und wir kriegen Bad Bombs. Ey, ist gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt Bob's Brain finden. Oh Gott, nehme ich ihn mit. Aber nur, wenn ich jetzt ganz schön viel Leben dazu bekomme. Ansonsten, nope. Oh Gott, schon wieder eine Superform. Das gibt's doch nicht. Dankeschön. Doch, nochmal, wir bekommen kein blaues Herzchen. Wir könnten auf jeden Fall... Doch, wir gehen in den Shop rein. Ja. Aber vielleicht... Ist da kein blaues Herzchen? Was, wenn da kein blaues Herzchen ist? Dann weiß ich es nicht. Until Dawn ist jetzt irgendwie schon dran. Irgendwie zockt jeder schon. Jeder hat 5000 Parts hochgeladen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt irgendwie keinen Bock mehr, Until Dawn zu spielen. Einfach weil... Ach, das ist wieder so ein Stress, den ich mir mache. Und dann gibt es da Leute, die sagen, der andere ist schon da und so. Der ist viel weiter als du und bababab. Das ist irgendwie richtig stressig bei so... Titeln. Ich habe keinen Bock. Schaut es bei jemand anderen. Vielleicht zocke ich es irgendwann im Stream. Außerdem funktioniert meine PlayStation eh gerade nicht. Ich spinne ein bisschen wegen diesem blöden Funkkack-Pups. Na, kein Bob. Aber ein blaues Herzchen, okay. Deswegen tut mir leid. Dafür spielen wir einfach Alone in the Dark. Wir sind einfach so gegen den Strom und spielen Alone in the Dark, Mann. Das ist noch ein Horrorspiel gewesen. Ja. So, ich krieg nur kein Deutschpatch, ey. Ich krieg kein Deutschpatch für Alone in the Dark. Ich habe da zwar einen gefunden, der ist aber nicht für die... Ich habe ihn stundenlang gedownloadet. Okay, eigentlich waren es 40 Minuten. Und dann sagte mir das Spiel... Oh, upsi. Das ist nur für die Nicht-Steam-Version. Habe ich vergessen zu erwähnen, ne? Ist hier der Geheimraum? Warum habe ich das eigentlich mitgenommen? Vielleicht, weil es Spaß macht, alles wegzustampen? Ich glaube deswegen, ja. Spinnen. Mensch. So, ich hasse Spinnen.
Oh, ich hab hier aufgeräumt und auf dem Balkon hat sich so eine Spinne zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Nee, zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei irgendwas. Da hat so eine Spinne so ein Netz gebaut und ich hab's halt kaputt gemacht, weil das war, ey, ich würde da gern sitzen ohne Spinnweben. Und die war dann richtig traurig, hat sich dann so versteckt und dachte sich, mein Leben ist vorbei. Und jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Junge, kratz ab! Tu doch nicht so, als würdest du so viel aushalten. Okay. Ist dumpy, dumpy, humpy, aber ich muss hier eh springen, deswegen auf geht's. Die Buttbombs helfen auch ein bisschen. Die schaden dem Gegner ja auch noch ein bisschen. Na, wer ist hier? Fistula. Mach das weg, ey. Ich leg mal so eine kleine Buttbomb. Und noch eine kleine Buttbomb. Weil ich dich gern hab. Sehr schön. Um diese Teile kümmere ich mich jetzt mit dem Bandage Ball. Ja, Mann. Und gleich kriegen wir einen Devil Deal. Ja, Mann. Und ich hoffe, es ist nicht Bomb Snipe. Okay, sag mal, ja. Es ist dieses Vieh. Will ich es mitnehmen? Ich sage nein. Angel Deals. Hoffentlich. Oder macht Book of Belial 100%ig Devil Deals? Ah, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Was mich jetzt interessiert ist, was ist in diesem Zacke-Zacke-Raum? Go, go, go. Schneller, schneller, schneller. Oh Gott. Du bist so fett, Judas. So, und? Ein Gabi-Item. Okay, nehme ich mit. Für einen Notfall. Weiß ich, gehe jetzt auf Angel Deals. Und für einen Notfall auf jeden Fall Gabi werden. Weil dann ist es scheißegal, was wir finden. Gabi reguliert das Ganze schon. Na, sind hier... Ey, wenn wir schon diesen Effekt haben, dann auf geht's, ne? Ist ein Fuß von mir braun? Ey, guck mal da, was ist das? Ich wusste gar nicht, dass man das sieht. Also, Butt Bombs. Da habe ich jetzt am Hintern habe ich so Kacke hängen oder was? Oh, das muss bestimmt jocken, ey. Okay, let's go! So, Freunde. Wir haben ein Gabi-Item. Here comes 1, Curse of the Maze. Das heißt, wir werden jetzt ziemlich viel Spaß haben mit dem Hin- und Hergeporte. Ja, ich weiß, ich krieg Schaden, aber zu verlockend. Autsch. Okay, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Na, hier geht's auch ganz easy rüber, aber will ich gar nicht. Weißt du was? Ja, mach ich. Wiggeln? Nee, danke. Nee, danke, nee, danke, nee, danke. Komm schon, Steven. Du hast doch schon Homing drehen, ey. Und triffst die Gegner trotzdem nicht. Bin enttäuscht, Mann. Schande über dich. Nice. Ich liebe einfach Orbitals. Die sind auch ziemlich OP, Mann. Ich kann auch schon über den Run entscheiden. So. Mann, ich freue mich schon echt auf den Greedy Mode. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bin ich... Ich bin drüber hinweg, dass es keinen Trailer gab heute und kein Release Date. Ich will jetzt den Greedy Mode. Oh mein Gott. Hör doch einfach auf damit. Danke. Also manchmal, ne? Da weiß ich nicht, was los ist. Was gibt's hier rechts? Interessant. Hol ich mir. Warum nicht? Gibt's gratis. Zack, 5 Münzen. Lalala. Autsch. Autsch. Okay, jetzt ist es ein bisschen crazy, weil wir so langsam sind, so lahmarschig. Und weil ich viel Schaden genommen habe, weil ich einfach so denke, oh, Schaden ist egal. Und jetzt krieg ich voll viel Schaden. Und jetzt habe ich Panik. Typisch Holly wieder hier. Ich muss halt aufpassen vor den Dingern da, genau. Wie halten die denn aus? Wie viel halten die denn aus, Steven? Komm schon, wir geben doch schon Vollgas. Nice. Okay, doki. Rechts. Im Notfall einfach Book of Belial nochmal einsetzen hier. Alter, wir brauchen jetzt unbedingt irgendwie so ein bisschen Damage ab. Ich nehme das hier mit, Mann. Ich nehme das mit. So. Sehr witzig. Ich würde auch sagen, wir machen mal ganz kurz hier, wir sprengen ein bisschen raus, damit ich 5 Münzen habe. Damit einfach so ein besonderer Raum spawnt, hoffentlich. Okay. So. Das gibt's doch nicht. Hör auf damit, Curse of the Maze. So ein scheiß Fluch, ey. Huh. So, weg damit, weg damit, weg damit. Curse of the Maze. So ein Lulatsch. Und ist das Joker? Okay. Das ist gut. Sehr gut. Das ist really gut. Warte mal, ganz kurz, ganz vergessen, dass ich das Buch einsetzen sollte. Okay.
Wow, ausgewichen. Okay, Devil Deal. Die kriegen also immer einen Devil Deal. Alles klar, alles klar. Es kommt mir vor, als hätte ich gestern schon mit Judas gespielt. Und irgendwie verwirrt so ein bisschen. Upsi. So, miese Ratte. Aber ich bin auch viel zu aggressiv hier. Das liegt auch daran, dass ich ihn nicht leiden kann. Okay, wir bekommen Krampus her. Tja, okay. Dann pass mal auf. Dann pass mal auf. Wir gehen nochmal die gesamte Ebene abchecken. Ich glaube nicht, dass wir den Boss was schaffen mit dieser Geschwindigkeit hier. Ui, guck mal. Lalalala. Vielleicht finden wir noch einen Zacki-Zacki-Raum. Oh Gott, ich brauche ganz viel Speed. Oh Gott, was ist das denn für ein Raum? Das ist der Raum des Todes und der Vernichtung. Junge! Was will mir der Raum sagen hier? Was will mir der Raum sagen hier? Stirb, stirb! Oh Gott, wie fängt dieser Run hier an, ey? Hätte ich diese Thunder-Kacke nicht mitgenommen. Dann noch Tearstone, ey. Die wollten mich tot sehen. So, komm her. Left Hand, ey. Ich glaube, ich nehme Left Hand mit, ja. Für Guppy, weil irgendwie schreit dieser Run nach Guppy, 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 Guppy. Auf jeden Fall. Oh, okay, das kam an, habe ich gespürt, okay. Spielen wir jetzt mal mit der Left Hand. Da liegt noch ein Herzchen, easy peasy, hier ein paar Spinnchen, easy peasy. Null Problemo. Okay, jetzt bin ich wieder hier am, ne? Ja, es liegt daran, dass ich jetzt hier so einen kurzen Winstreak habe, deswegen bin ich hier so ein bisschen schlampig unterwegs, aber... Man sollte jeden Run in etwas Besonderes verwandeln. Habe ich recht, Leute? Speed down wahrscheinlich. Ey, dann bin ich aber... Ey, so langsam war ich noch nie. Health down. Mhm. Verstehe. Das tut alles weh. Das tut alles richtig weh. Aber ich komme gar nicht an das Herzchen an. Oh nein. Okay. Okay. Rein hier. Vielleicht spawnt ja ein Bettchen. Ein Bettraum. Dann könnten wir da schön ein bisschen, ne? Herzen aufsammeln. Wir sollten aber. Wir haben das Buch auf Buch, Mann, wollte ich sagen. Book of Belial, deswegen. Ach du Scheiße, wie wir kassieren. Eine Passage, wohin? Black Market, nice, okay. Vielleicht Black Market. Vielleicht aber auch nur dieser Scheiß hier. Die machen mir Panik, okay, gut, danke. Schnapp dir das, das ist schon ganz okay. Das verlangsamt die Gegner ein bisschen. Ball of Tar. Tja, wie wir aussehen. Blablabla. Okay, ist nicht schlecht, Mann. Ist nicht schlecht. What? Oh, wir wurden wiederbelebt. Oh, wir wurden wiederbelebt. Wir wurden wiederbelebt. Wir wurden wiederbelebt. Wir wurden wiederbelebt. Ach du Scheiße, die ziehen ein ganzes. Wir haben nur ein halbes Herzchen. Oh mein Gott! 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 Wow! Ah! Oh, ich dachte, das ist richtig. Ich dachte, das ist richtig. Ich dachte, das ist richtig. Ich hab's jetzt gemacht. Und wir haben jetzt mehr Leben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, ah, gab es Koller. Ah, Spinnen. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war vorbei. Aber ich bin nicht auf den Tunnel zugegangen. Ich wollte schon gerade ragen. Ich wollte schon gerade, ich habe Pause gedrückt, wollte ragen. Und da habe ich gesehen, ey, Guppy's Collar. Oh Gott. Keine Pilze für mich. Keine Pilze mehr für mich. Nur noch so. Nur noch so. Bisschen Schaden bekommen haben die. Sehr schön. Es wäre schön, wenn die abkratzen könnten. Aha, die zu verstecken. Das ist unfair. Pandora's Box, was gibt es mir hier? Oh Gott sei Dank. Ein Damage-Up. Wir sind wieder im Rennen. Das Leben hat uns eine zweite Chance gegeben. Die muss ich jetzt nutzen. Wenn euch eine zweite Chance gibt, dann aus gutem Grund. Weil es euch liebt.
Ja, das eher nicht. Wow, das war ja knapp hier. Oh mein Gott, und jetzt kriegen wir die ganzen Herzen. Man sollte mich erhängen für mein Glück. Man sollte mich erhängen für mein Glück. So. Ich hätte gern schon den Magic Mushroom, wenn ich ehrlich bin. Scheiße. Luck up. Na komm schon. Liebes Glück, dann hilf mir mal. Im Itemraum waren wir auch noch nicht, ne? Gott sei Dank, ey. Eine zweite Chance. Puh, oh, danke, lieber Edmund. Ich werde mich niemals beschweren über deine News. Alle sind toll. Ah. Okay, rein hier. Dankeschön. Gratis Bämpchen. Was gibt's hier? Greedy? Na. Wundern tut mich das nicht, Greedy. Ich hab mit dir schon gerechnet. Ich hab mit dir gerechnet. Du doofe Kudu. So. Ordentlich Münzen, aber ist sehr schön. Und? Gabi-Item? Blaues Herzchen. Ey, darüber bin ich jetzt auch glücklich. Aber wisst ihr was? Ich bin nicht so glücklich über die Joker-Karte, aber die hat uns, glaube ich, gerettet. Die hat uns gerettet, Mann. Vielleicht wäre ich da getroffen und zack, bin ich tot. Hatte nur ein halbes Herzchen. Gefährliche Scheiße. Okay, dann bekämpfen wir den Boss. Der Hollow. Leider nicht Krampus. Der kommt ja auch auf diesen Ebenen. So. Und Speed Up. Oh mein Gott, das ist gut, das ist gut. Ich bekämpfe gleich den Engel. Den Speed Up merkt man ja gar nicht. Nur ein bisschen vielleicht. Doch. Wir sind jetzt halt genauso schnell wie am Anfang. So, oder mehr. Ein bisschen langsamer. Warte mal, wir waren noch nicht im Itemraum. Den Engel bekämpfe ich gleich, wenn ich das hier ausgerüstet habe. Also mein Buch, was ich jetzt habe. Den werde ich gleich niedermetzeln. Vielleicht machen wir Mega-Satan. Vielleicht gibt es die mega krasse Wendung. So, hier oben wurden wir doch zerstört. Von denen hier. Hier, Junge. Krasser Scheiß. Okay. Da ist ein Schlüssel. Den holen wir uns gleich. Den holen wir uns gleich. Was gibt's hier? Okay. Schade, Mann. Ich hätte mir jetzt gegönnt, noch eine zu geben. Also noch eine Joker-Karte. Das ist auch ganz gut, aber ich bleib mal bei Book of Belial. Okay, das ist gut. Dann kommen wir nochmal mit der Kugel hier hin und laden sie auf und hoffen, dass wir einfach eine coole Karte bekommen. Puh, okay. I'm so excited and I just can't hide it. Joker, two of spades. Wie geht's? Okay, sehr schön. Immerhin haben wir jetzt zwei Schlüssel, gleich drei. Okay. Dein Schlüssel mangelt es nicht so sehr. Noch nicht. Etwas mehr wären ziemlich cool. Oh Gott. Was gibt's hier unten? Nichts. War ich rechts schon? Okay, ich denke mal, ich habe alles, ne? Dieser blöde Fluch. Ich hasse Flüche. Verflucht sollen die sein, diese Flüche. Steht hier? Okay. Da links rein. Ne, was soll da schon drin sein? Nichts, was mich interessiert, ehrlich gesagt. Joker-Karte weg. Aber vielleicht finden wir noch eine. Vielleicht finden wir noch eine Joker-Karte. Das ist ja nicht die einzige im Spiel hier gewesen. Ach, fuck. Dumme Kuh. So. Den zerstören. Au, was ist denn los heute mit mir? Ich kann nicht mal ausweichen. Ich entwickle mich zurück. Meine ganze Power habe ich gestern in den Windstreak reingesteckt. Im Livestream, weißt du? Lass ich mal liegen. Okay, let's go. Ich will keine weitere zweite Chance. Eine dritte Chance. Nein. I don't want. Schade. So. Was eigentlich, wenn ich die Left Hand ablege und wieder reingehe in den Raum? Wird das zu einer goldenen Kiste? Nee, bleibt eine rote. So. Vielleicht wird der Cricket's Head drin und so, ne? Vielleicht spiele ich hier wie ein Irrer mit Left Hand, aber vielleicht ist der Cricket's Head drin. Ich döde. Oder anderes cooles Zeug. Das ist die Frage. Was ist jetzt richtig? Weiterspielen mit Left Hand oder hoffen auf goldene Kisten? Wo cooles Zeug drin ist. Oh Gott. So ein Scheiß. Gar nicht mein Stil. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich kläre mal die Ebene. Jetzt erstmal ohne Left Hand. Ich glaube, ich kläre es erstmal ohne Left Hands.
So, ablegen. Die kann ich in Ruhe alle aufkloppen. Da kommt ja nichts Böses raus, ja, außer die, aber die kann man ja easy peasy wieder wegkloppen. Okay, was haben wir hier? Und es hat sich gelohnt, ey. Hätte ich es jetzt nicht abgelegt, Mann. Hätte ich es jetzt nicht abgelegt. Oh, hätten wir nicht diese Schleife bekommen. So, richtig gut, Mann. Richtig gut. Okay, die Left Hand darf ich aber nicht vergessen. Die liegt da. Die ist eigentlich auch... Na, wobei, ich bleib bei Cancer. Ich bleib bei Cancer. Left Hand, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Du hast das getan, was du konntest. Du hast alles versucht. Danke. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht spielst du auch gegen mich. Du wolltest mir Cancer verheimlichen. Hätte ich die nicht abgelegt. Was gibt's hier oben? Es geht weiter. Sehr schön. Es geht nicht mehr weiter. Nicht so schön. Ach, komm schon. Left Hand natürlich auch super für rote Kisten und ein paar blaue Herzchen. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen aus dem Shop Mom's Coin Purse. Nein, Mom's Purse. Mom's More Trinket Room. Ja, so nenne ich das Item. Okay, ich tu's. Ich nehme Bob Spray mit, einfach weil wir diese blöden Butt Bombs haben. Und die regulieren könnten. Boom. Aber ich nehme keinen Mr. Mega mit, wenn ich ihn finde. Weil der könnte mich mein Leben kosten. Der könnte mich mein Leben kosten. Okay, Butt Bombs, go. Jetzt noch Set Bombs, Mann. Boom. Wisst ihr was, wenn Afterbirth rauskommt, werde ich auch Dr. Fetus gerne mitnehmen, weil... ja, okay. Wenn wir Set Bombs haben, dann würde ich Dr. Fetus mitnehmen, weil dann schießt das auch noch Tränen und das ist cool. So. Ja, ich weiß, was cool ist. Komm, nehmen das mit. Wir nehmen das auch noch mit hier. Ein bisschen Geld könnten wir spenden, so ein Ticken. Aber ein bisschen brauchen wir auch noch. Wir sind nämlich erst in Depths 1. Okay, und fliegen. Schön. Joker-Karte, irgendwo. Hallo. So, wir müssen noch auf jeden Fall die Ebene ganz klären, weil wir haben noch nicht alles entdeckt. Da gibt es einige Sachen, die ich noch entdecken möchte. Let's go. Nice. Vernichtet. Da ist er durcheinander, da ist er durcheinander. Die Buttbomse. So. Na, was ist los? Gib einfach auf. Lass los. Geh auf sich zu. Du kriegst leider keine zweite Chance. Das ist auch richtig gut. Und wir bekommen tatsächlich einen Devil Deal mit Guppy. Machen wir das oder gehen wir auf Angel Deals? Das ist jetzt die Frage. Gehe ich auf Guppy oder Angel Deals? Guppy oder Angel Deals? Guppy oder Angel Deals? Weil wir schon Schlüssel haben. Weil wir halt schon ein Schlüsselteil haben. Guppy natürlich. Oh, weißt du was? Ich lasse es liegen. Ich lasse es liegen! Oh Gott. Was ist los mit mir? Weil jetzt haben sich ja die Tränen wieder ins Gute gewendet. Wir haben zwar noch nicht so einen krassen Damage ab. Aber... es ist ganz in Ordnung. Wow. Toll. Also wenn ich jetzt hier viel Leben verliere, dann nehme ich den Guppy's Head mit. Der bleibt ja jetzt eh offen. Der Devil Deal. So, jetzt müssen wir nach links. Aus der Küche riecht es wieder wunderbar. So. Und flieg. Schön. Da ist jemand verwirrt, was? Wäre ich auch an einer Stelle. Hier ist Magician. Mhm. Meideten, hey, guck mal. Und sonst nichts. Gut. Dankeschön. Die hat noch kein Special Item, oder? Wir haben eine gute Chance, Sacred Heart zu finden und so. Vielleicht will er mir das sagen. Vielleicht weißt du, wisst der Devil Deal, ne? Der sagt mir, ah, guck mal hier, nimm das doch. Guppy's Head und will mir ver... also er will nicht, dass wir in der nächsten Ebene gleich, ne, du weißt schon, was finden. Sacred Heart oder Godhead, Mann. Ja, der will mir das verheimlichen. Ja, ich hab dich durchschaut, Mann. Ich hab dich durchschaut, Devil Deal. So, ich sage nein dazu. Das ist mir... Nein. Ich will mehr. Zwei Guppy-Items hätte ich mitgenommen, aber eins... Ne, nicht mit mir. Wir finden die Guppy-Items auch schon so. Bestimmt ist gleich eins im Zacki-Zacki-Raum. Oh. Immer die Enttäuschung. Danke, Bob. Au. Meine Schuld. Nicht Bobs Schuld.
Okay. Und da seht ihr, Guppy Item Nummer. Scheiße, wir haben jetzt Guppy. Okay. Ist aber kein Problem. Wir werden auch schon so Guppy. Wir werden auch so Guppy. Ich verspreche es euch. Auf Wiedersehen. Wie du überlebst das. Okay, eine Bombe. Ich werde mir gleich die Ebene nochmal genauer angucken. Gott, zum Glück hatte ich das gewendet, ey. Zum Glück haben wir ein Speed-Up bekommen und so. Hallo. So. Was gibt's hier? Das mal mit. Wir haben das. Hab ich das mit? Ja, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Das brauche ich jetzt nicht wirklich. Nein, 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 nein. Okay. Ich hab nachgedacht oder so getan auf jeden Fall. Ja, da oben ist ein Würfelraum, da gehe ich auch gleich rein. Wäre cool, wenn ich jetzt eine Fullkarte hätte irgendwo. Einfach easy peasy rauszuporten. So. Und Guppy, was ist los, Mann? Was ist los in deiner Haus? Boom! Guppy, the world destroyer. Seht ihr? Man muss einfach nur Nein sagen. Man muss einfach nur Nein sagen können. Okay, nice. Der Run ist auf jeden Fall schon mal ordentlich gerettet, ey. Der ist schon mal ordentlich gerettet. Jetzt will ich hier rein. Mhm. Okay. So. Wieso vibriert mein Handy so? Ruft da jemand gerade an? Kann aber gerade nicht. So, mein Handy hat ganz halt vibriert. Ganz halt vibriert. Ich muss jetzt mal ganz kurz nur checken. Okay, kein Anruf oder so. Was hier drin? Alles klar. Nice, wir sind Guppy mit einer guten Fire Rate. I like this. I like this. Bin gespannt auf den Angel. Falls wir einen bekommen, vielleicht bekommen wir wieder einen Devil Deal. Und da muss ich wieder Nein sagen können. Da muss ich wieder Nein sagen können. Okay. Cricket? Ach, komm schon. Wo ist Cricky? Cricky, Bicky, Higgy. So nenne ich ihn immer gerne. Liebevoll. Haben wir's? Nein, Gott sei Dank. Die 1, die reroute meine Items. Aber ich sage nein. Ich bin jetzt zufrieden gerade mit meinen Buttbombs und Bob's Brain. Vielleicht bekommen wir ja noch Setbombs. Hey. Meine Wunschkombo. Meine Wunschkombo. Was gibt's hier rechts? Mhm. Okay. Bitte, 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 bitte. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Joker. Bitte sag mir, dass ich. Ach, Mann, ich dachte, meine Neugier wird belohnt mit einer Joker-Karte. Gut. Weiter geht's. Guppy, der kleine Panzer. Der Panzer mit. Mit Schleife. Süß. Gehen wir mal eben schnell Morm besiegen und Angel Deal. Und dann bekommen wir bestimmt Godhead. Ich schwöre es euch. Wenn nicht, dann. Habe ich gelogen. Ja, so ist es. Okay. Wiedersehen mit euch. Ich finde, Guppys Fliegen sollten nicht das Doppelte an Damage machen, sondern genauso viel Damage wie wir machen. Wir machen ja die Betreiber direkt hier mit Doppelte an Damage und sowas. Ne, ist 1,5-fache. 1,5-fache, ne? Das Doppelte. Spin machen nur das Doppelte. Und da bin ich jetzt vollkommen durcheinander. Ah! Angel Deal! Oh Mann. Ich will ja nicht sagen, dass ich traurig bin, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Emperor-Karte. Immerhin. Immerhin. Hab ich den Kompass eigentlich? Ich hab den Kompass, ne? Das ist sehr schön. Das finde ich atemberaubend. Yes. Setze ich, glaube ich, in der Kathedrale ein. Einfach, damit ich keine goldenen Kisten hier in Versuchung komme. Und alle Schlüssel behalte für die Chest. Weil wir haben ja Guppy's Tail. Ach, komm. Stell mich so an, was? Okay, den hätten wir. Ich würde gerne hier reingucken. Ah, verdammt. Ich habe eine Kiste. Hau ab. Okay, es macht... nichts, bringt nichts. Oh. Ich hoffe ja immer noch auf den. Auf den Stein. Ich gehe jetzt mal ganz kurz die Arcade Rooms da. Also nicht Arcade Rooms, sondern Boss, Bombs, Trap. Alter, ich muss mir alles merken. Ich muss mir. Ich bin dumm, ey. Ich kann nur gut spielen, aber was ich da mache, ich habe keine Ahnung.
Ja, wiedersehen. Da ist ja letztens, als ich gegen DK in Versus Run gemacht habe, Polyphemus gespawnt. Und das fand ich schon ein bisschen sehr geil und sehr eigenartig. So. Mal wiedersehen. Mal wiedersehen. Man könnte auch mein Buch einsetzen, aber hey. Jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Auf Wiedersehen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich guck nur ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Da, 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 da. Du. Okay. Okidokay. Okidokay. Gehen wir mal nach rechts. Tut mir leid, dass ich jetzt abgecheckt habe. Tut mir leid, ich musste es wissen. Ich musste es wissen. Hier ist laut. Muss jetzt zur Strafe nehmen, was? Okay. Okay, 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 okay. So. Pretty Fly, okay, ein bisschen Speed, aber das hier ist aber auch nicht schlecht. Autsch. Alter, wie viel Leben habe ich noch? Ich habe eigentlich nicht so viel, aber ich habe noch 9 Leben. Also egal, wenn es jetzt schief läuft, dann... Wenn ich jetzt sterbe, dann weiß ich, ja, ich bin gestorben, habe jetzt nur noch ein paar Leben. Ich sollte aufhören, Kisten zu öffnen. Amnesia, ja, na klar. Beste Pille überhaupt, Mann. Beste Pille der EU. Es war übrigens Mr. Mod, der mir geschrieben hat. So. Okay, da ist der Schlüssel. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Da gehe ich sogar den Weg zurück. Für dich, kleiner Schlüssel. Und ihr wisst alle, was das bedeutet, wenn ich für den Schlüssel extra zurückgehe. Heilige Scheiße. Und wir haben hier Fred. Hi. Oh mein Gott, was seid ihr denn? Ihr seid nicht Fred. Was habt ihr mit Fred getan? Mr. Fred heißt er, ne? Ihr Monster. So. Da ist er, da ist er. Also langsam werde ich traurig. Langsam werde ich traurig. Let's go, nächste Ebene. Oder setze ich hier Emperor ein, weil ich einfach keinen Bock habe, hier die ganze Ebene zu machen. Wobei, oh, guck mal, hier gibt es einen Truhenraum und so. Jetzt kann ich da rechts nicht rein, weil ich diesen blöden Angel Deal da mitgenommen habe. Vor lauter Enttäuschung. Na komm her, wo bist du? Sind am Stein hängen geblieben? Ach nee. Doch schon, die sind am Stein hängen geblieben. Das wäre aber peinlich. Okay. Okay. Ich box mich mal nach oben durch. Dankeschön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Nice, geklärt. Ah, da oben, die Truhe. Hier will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Verdammt nochmal. Zieht sich alles so, ne? Irgendwie hat man irgendwie keinen Bock, einfach alles abzuklappern. Man möchte einfach nur hier irgendwie... Zack, schnell Boss, zack, schnell das, zack, schnell dies. Okay, ja, Mensch. Ich habe 2 Schlüssel geopfert. Ja, eigentlich nur 1, aber hey. Ich würde sagen, jetzt haben wir den Boss auf die Fresse. Ich würde sagen, wir müssen hier so lang. Ja. Gut aus. Oder irgendwie oben rum und dann einmal eine Kurve machen. Oh, Joker! Ich rieche es. Ich bin voll Joker-süchtig, Leute, ey. Boah. Und ich hätte gerne mehr Schlüssel, weil das wird schon... Oh, da werden ordentlich Kisten droppen hier in der Chest. Und die will ich alle öffnen. So. Let's go. Destroy him. Verdammt nochmal. Sehr schön, dass der Clips auch ein bisschen mittelt. Ja, ja, ja. Dankeschön, dankeschön fürs Abkratzen. Vielen lieben Dank. Und weiter. So, gucken wir einfach mal, ob es hier einen Zacki-Zacki-Raum gibt und so. Wie viel Leben haben wir noch? Boah, genug. Zacki-Zack. Nee, einen Kampfraum gibt es hier. Ah, ich glaube, ich clear den Weg dahin. Vielleicht finden wir noch ein paar Schlüssel. Ja. Planänderung, ich setze Emperor ein, wenn es hier so weitergeht.
Aber sieht gut. Nein, 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 nein. Darfst du nicht öffnen. Widerstehe, Harley. Widerstehe. Au. Ich hab versucht zu flüchten. Aber er hat einen schnellen Stampfer drauf. Okay. Nice. Und let's go. Und nochmal das Buch einsetzen. Einfach so. YOLO Mauda Dolo. Bringt nichts. Aber ich tu's. Au, was hat mich da erwischt? Meine Dummheit. So. So fliegen macht ihn fertig. Nice. Und jetzt rein hier. Und Emperor Carter kann ich jetzt auch nicht einsetzen. Scheiße. Weil ich die gesamte Ebene clearen will. Das auf dem Blei. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt dahin zum Boss, besiegen ihn, dann gehen wir zurück und besiegen Megasatan. Oder versuchen es zumindest. Vielleicht kratze ich auch ab. Gott, machen wir wenig Damage. Oh, aber haben eine hohe Fire Rate. Und die Fliegen regulieren. Die Fliegen regulieren auf jeden Fall. Celtic Cross haben wir. Sehr schön. Da können wir jetzt ein paar blaue Herzchen noch farmen. Auf dem Weg dahin. Ah, weg mit diesen Dingern. Ja. Schön, dass wir jetzt mehr Megasatan töten werden. Oder beziehungsweise sehen werden. Töten, wie gesagt. Zweieinhalb Herzchen sind nicht so viele. Soymilk. Mom's Wick, okay. Sehr schön, ein paar Spinnies noch. I like the idea. Nice. Für Dollar Bell nehmen wir mit. Und gleich Dr. Fetus, ey. Dann würde ich mir das zweimal überlegen, jetzt zu Satan zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob die Buttbombs mit ihm skalieren. Aber ich glaube nicht. Ja. Okay. Und die blauen Herzchen. Ich hab das Celtic Cross. Ach nein, ich hab's verwechselt. Oh, ich hab's verwechselt. Cricket's Body. Oh, nicer, nicer. Ich hab's voll verwechselt. Das ist ja was ganz anderes. Gibt mir nur manchmal einen Schutz. Okay. Aber gleich sind wir da. Noch zwei Räume. Noch ein Raum. Moment, splashen wir ein bisschen. 36. Ah, okay. Ja, ich will mein Buch jetzt nicht rüber und ich würde es schon gerne einsetzen. Tearstone. Ich würde es schon gerne einsetzen. Wir kommen nach links. Dass ich da nicht erwischt wurde. Puah! Da habe ich mich aber ganz dünn gemacht. Da habe ich mich aber ganz dünn gemacht. Immerhin haben wir auch keine Space-Items mit aufgehoben, ne? Also bekommen. Das sind alles Items, die... Ja, alles passive Items. Ist richtig? Mongo-Baby! Ich habe gerade gelesen, Mango-Baby. Jetzt habe ich Lust auf Mangos. Okay, let's go. Lass uns... Alter, mit dieser Fire Rate soll das kein Problem sein, oder? Ihn zu vernichten hier. Zu vernichten. Guck mal, ich stotter schon vor Angst ein bisschen. Wahrscheinlich bekommen wir gleich My Reflections oder sowas. Oder Proptosis. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie das denn aussieht. Also ein $3 Bill. Chocolate Milk. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber ich habe eine gute Fire Rate, guck mal. Das ist jetzt ein bisschen tatsächlich doof. Das ist jetzt tatsächlich extrem doof. Muss ich jetzt tippen wie ein Wahnsinniger. Chocolate Milk. Aber ich mag das Item. Hey, hab mir gestern einen Run gehabt. Und dann haben wir Libra bekommen. Ich dachte erstmal easy win. Und dann Libra. Das war vielleicht mal nicht so gut. The Book of Sin, okay. Hm. Mr. Boom. Okay, das rerollen wir beides mal und bekommen. Okay, die Schere und Taurus. Die Schere ist auch ganz nett. Also mit der würden wir Satan auf jeden Fall fertig machen. Würden wir Satan auf jeden Fall fertig machen. Tour of Hearts auch auf jeden Fall für einen Notfall. Oh, 2020, guck mal. Nice. Okay. So,
La 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 la. Okay. Heilige Scheiße. Dann nochmal Schaden bekommen. Mr. Boom schon wieder. Da unten liegt ja ein Herzchen und da auch, ne? Wisst ihr was? Dann füge ich mir jetzt Schaden zu. Um einmal noch zu rerollen. Ach ja, hier nur. Robo Baby. Okay. Gut, dann nehme ich jetzt. Ich mache jetzt Mega Satan eben kurz fertig. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Es wird dreckig und schmutzig. Rebel Shot. Wow, ist das Poly. Proptosis? Nein. Rebel Shot schon wieder. Ach, Maggie's Bow macht aus einem halben Herzen ein ganzes Herz. Das ist jetzt nicht so gut eigentlich. Ich hätte schon gern den Polaroid-Effekt. Okay, let's go, oder? Was bekommen wir für Tränen-Effekt? Bitte nicht, My Reflections. Was ist das? Gar nichts. Okay. Und einsetzen. Let's go, zerstören wir ihn. Ich bin traurig, wenn ich es nicht schaffe. Ich bin sehr enttäuscht von mir, wenn ich es nicht schaffe. Oh, wir haben Bouncy Tears. Okay. Bouncy, Bouncy, Bouncy haben wir. Oh Gott. Sind ja schon super an hier. Ah, das sind auch nervige Gegner hier. Der Rest wird nicht so brutal nervig. Sehr schön. Können wir easy peasy vernichten. Spam den Schissel mal hier. Haben wir echt Bouncy Tears? Ich verstehe das gerade nicht, was wir für Tränen haben. Wenn ich das verwechselt, ne? Oh Gott. Hier müssen wir den zuerst töten, der ist gefährlich. Obwohl wir die anderen zuerst getötet haben. Aber hey, ich konnte es nicht kontrollieren. Hallo, liebe Engel. Bye bye, liebe Engel. Und jetzt du. Nice. 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 Okay. Auf Wiedersehen, würde ich sagen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und hattet einen schönen Tag. Bis dann.